Und da bin ich wieder. Jetzt gibt's wieder ein neues Plüschi. Die Sunny Star Scout. So, gucken wir mal. Das machen wir wie immer ab. Na, komm her. Na, ich knick die erstmal um und dann raus damit. Oh, ist abgerissen, okay. So, was haben wir hier? Einmal die Sunny. Das Übliche. Die ist wieder vom Play-by-Play. Das kennt ihr ja schon. So, dann einmal das Pony. Ganz okay gemacht. Die Nase musste ich echt ein bisschen in Form bringen. Die war irgendwie ganz komisch und platt. Die ist jetzt in Ordnung. Wahrscheinlich vom Transport. Ja, was mir halt auffällt, die hat hier Buttons dran. Finde ich richtig cool. Also da haben die sich wieder Mühe gegeben. Und ja, mit der Mähne ist mir aufgefallen, das ist gestickt wahrscheinlich. Oder einmal eine Naht drüber gezogen, dass das wie geflochten aussieht. Es ist ja nicht geflochten, das ist einfach nur ein Stück irgendwie. Ist aber auch okay. Cutie Mark ist auch in Ordnung. Da hat es im Fussel. Ja, und mit der Mähne haben die das eigentlich auch ganz cool gemacht. Ja, das bleibt eigentlich unten. Ohren wieder richten. Mach ich gleich in Ruhe. Und mit der Mähne, das ist cool. Das haben die hier cool gemacht, das Stück. Hätten die sich auch bei Pippi im Flügel auch ein bisschen mehr Mühe geben sollen. Es geht ja. Guckt mal hier. Top. Das haben die gut gemacht. Nicht perfekt, aber halt gut. Ja, die Buttons da dran. Sie hat ihre Tasche. Das mit der Andeutung hier, dass das geflochten ist, das ist auch absolut in Ordnung. Ja, Schweif ist halt normal. Den hätte ich ein bisschen mehr gefüllt. Dass der ein bisschen ähnlich wie das hier ist. Wie die Mähne. Den hätte ich ein bisschen, weil der ist echt ein bisschen platt. Aber ansonsten absolut in Ordnung, gefällt mir gut. Also von den Plüschis von Play by Play war das. Ja. Also da gefällt mir die Sunny am besten von. Von den Details, auch von der Verarbeitung ist irgendwie Sunny besser. Hier ist sogar ein Etikett, das habe ich euch auch noch nicht gezeigt. Play by Play. So. Waschen nur von Hand. Kein Bügeln, kein Trockner, kein was auch immer das heißen soll. Ja. Das ist die Sunny. Ich zeige sie euch noch einmal drumherum. So. Ja, hier sieht man ein bisschen die Naht. Ist aber jetzt nicht tragisch. Das sieht aber in der Kamera sieht das heftiger aus. Also wenn ich das in echt sehe, sieht das nicht so. Also sieht man die Naht nicht so heftig. Komisch. Ja, hier ist auch noch der Gürtel drum. Die Hufe sind natürlich auch abgesetzt, farblich. Und ja, dann hoffe ich mal, das Video hat euch gefallen. Vergesst nicht, Fotos wie immer, Facebook, Instagram und wie sie alle heißen. Also ich habe eigentlich alles jetzt mittlerweile. Twitter, Telegram-Gruppe nur auf Anfrage, weil da hatte ich mal einen öffentlichen Link gehabt und dann sind halt Trolle reingekommen. Gibt's nicht mehr. Nur noch auf Anfrage und dann müssen mir auch ein paar Fragen beantwortet werden. Keine persönlichen, keine Angst, nur halt ein paar Fragen, die jedes Mitglied gestellt bekommt. Und nichts Wildes. Und dann kann man gerne in die Gruppe rein. Da sind einige Leute drin. Da ist es sehr lustig. Da kann man sich gut unterhalten. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video sehen. Bis dahin, ciao.